Wir sind heute in der Musikakademie Kassel Louis Spohr und freuen uns, dass eins der renommiertesten Quartette Deutschlands zu begrüßen und zu interviewen, bevor sie heute ein Konzert heute Abend hier im Haus geben. Nun feiern wir ja momentan das Beethoven-Jahr mit seinem 250. Geburtstag und passend dazu eröffnen sie das Konzert heute mit einem seiner Streichquartette. Warum haben sie dieses gewählt und ist es auch ein Ihr Lieblingsquartett von ihm? Also, dass wir natürlich im Beethoven-Jahr nicht an Beethoven vorbeikommen, das ist total klar. Warum wir das gewählt haben, hat, glaube ich, jetzt gerade eher programmatische Gründe, dass wir das gerade im Repertoire haben. Und es ist wie immer mit den Stücken, die man gerade spielt, gehören, das sind es sozusagen die Lieblingsquartette. Aber ich könnte mich jetzt nicht entscheiden oder mich auf dieses festlegen, wenn ich mich da entscheiden müsste, welches von denen von Beethoven mein Lieblings ist. Danke. Worauf muss man bei Beethovens Streichquartetten dann kammermusikalisch besonders achten? Und was reizt Sie da bei der Einstudierung und der Aufführung am meisten? Also ich finde nicht, dass sich Beethoven da unterscheidet von den anderen großen Komponisten. Ich finde, natürlich war Beethoven extrem experimentierfreudig, auch schon in seinen früheren Kompositionen. Wir spielen heute eben sein erstes Streichquartett von allen, obwohl es Opus 18 Nummer 3 ist die Chronologie so, dass es das erste Quartett war, was er geschrieben hat. Man merkt, dass er ganz viele neue Sachen ausprobieren wollte und ich glaube, was dann wichtig ist, dass man selber als Künstler, als Ensemble diese Probierfreude weiterträgt in die Interpretation. Ansonsten finde ich, ist es bei Beethoven nicht anders, wie gesagt, als bei anderen Komponisten. Man muss versuchen, die Sprache zu verstehen und im Moment des Konzerts dann eben eine Geschichte erzählen dem Publikum und das Publikum mitnehmen in dieser Sprache. Und das ist eigentlich das, was mich am meisten reizt, dass man einfach eine individuelle Beethoven-Sprache entwickelt. Genau. Kommt Beethovens Musik beim Publikum anders an als bei den anderen Komponisten und vielleicht, weil sie ja international unterwegs sind, unterscheiden sich vielleicht die Reaktionen des Publikums in verschiedenen Ländern? Also jedes Publikum oder jedes Land hat schon ein Publikum, was sich unterscheidet für uns Künstler merklich. Das ist schon so, also man spielt zum Beispiel, wenn man in Holland spielt, dann ist es so, dass man ganz oft Standing Ovations bekommt und dann ist man total begeistert, bis man dann irgendwann herausfindet, dass die immer aufstehen, aber dann auch sich sehr schnell hinsetzen und dann rausgehen. Dann gibt es Publikum, was, so jedes Land hat so seine eigene Charaktere, wie man als Künstler so begrüßt wird und den Applaus geliefert bekommt. Sonst Beethoven, die Frage war, wie der ankommt sozusagen. Hängt immer davon ab, wo die Stücke platziert sind im Programm oder welches Beethoven-Stück man spielt und ob man es gut spielt und so. Vielen Dank. Sie sagten ja schon, man kommt dieses Jahr an Beethoven nicht so wirklich vorbei. Haben Sie da dann noch weitere Projekte geplant oder zum Beispiel eine reine Beethoven-CD aufzunehmen? Die ist gerade erschienen. Wir haben jetzt eine mit Opus 130, mit der großen Fuge dann, Opus 133, gerade veröffentlicht. Und als weiteres Projekt haben wir geplant, das ist ein Teil von unserem sogenannten Co-Tweet-Projekt. Das sind kleine Kompositionen für Streichquartett von jetzt sind es 280 Töne. Das kann man alles auf unserer Website sehen und diese Kompositionen werden dann auf Twitter veröffentlicht für alle zu sehen. Und dieses Jahr haben wir das dann Beethoven angepasst und wir haben unser Hashtag BeatTweet Projekt und da können interessierte Komponisten, müssen keine Profikomponisten sein, einfach jemand, der gerne ein bisschen komponiert, probiert,
Irgendeinen Beethoven-Bezug, man muss nicht zitieren, einfach etwas, was einem inspiriert hat oder etwas, was man gelesen hat, dass man darüber ein bisschen tweetet und schreibt und das gerne an @signumquartett auf Twitter. Jo. Das klingt sehr spannend. Nun spielen Sie ja heute Abend nicht nur Beethoven, sondern auch Mozart und neben Mozart erklingt auch ein Stück von Thomas Adis und Henry Gorecki, sind zwei moderne Komponisten und wie sind Sie auf dieses Programm gekommen und wie passt das für Sie, das musikalisch zusammen? Das möchte ich sagen. Gut. Ja, sehr gerne. Also, Adis ist ein Stück, was wir schon ziemlich lange spielen und auch aufgenommen haben. Und das ist ein fast impressionistisches Werk, von den Klangfarben her. Und Gorecki ist eben ein minimalistisches Werk, also so ein bisschen Richtung Arvo Pärt, aber dann eher so die AC/DC-Version von Arvo Pärt, das ist ziemlich rockig. Diese Stücke spielen wir jetzt tatsächlich auch, also in den nächsten Tagen und Wochen sind wir in Heidelberg beim Streichquartett-Festival und in Amsterdam bei der Streichquartett-Biennale. Und das ist auch Repertoire, was teilweise angefragt worden ist und wir auch ansonsten gerne spielen, aber das passt jetzt so zeitlich einfach ins Repertoireprogramm und die passen auch wirklich wunderbar zusammen. Also Beethoven und Adis, da gibt es einige Berührungspunkte, sowie auch Gorecki. Das Stück heißt quasi Una Fantasia, das zweite Streichquartett, also es ist ein direkter Beethoven-Bezug auch da und deswegen auch fließend in das Beethoven-Jahr. Ja, wir haben noch eine ehrliche letzte Frage, die uns sehr interessiert. Wie oft und vor allem wie gerne spielen Sie denn Beethoven, wenn nicht gerade Beethoven-Jubiläumsjahr ist? Also wir sind als Streichquartett natürlich mit Repertoire gesegnet. Haben das Glück, dass es unglaublich viele fantastische Streichquartette gibt in der Literatur. Und da ist Beethoven wirklich nicht das Einzige, was wir lieben, aber etwas, was wir lieben. Und das möchten wir überhaupt nicht abhängig machen von irgendwelchen Jubiläen oder so. Das ist uns ein Bedürfnis, diese Musik zu spielen. Genauso wie es uns ein Bedürfnis ist, Schubert zu spielen oder neue Stücke kennenzulernen, zeitgenössische Musik zu spielen. Musikalisches Leben ist eigentlich von Bedürfnissen geprägt. Aber eben das Beethoven-Bedürfnis ist nicht zu unterschätzen. Also wir sind da vollkommen unabhängig von irgendwelchen Jahreszahlen. Gut, dann bedanken wir uns für das Interview und wünschen Ihnen viel Spaß beim Konzert heute Abend.